Dieter Hecking muss sich einiges einfallen lassen. Im Spitzenspiel gegen Schalke 04 ist beim Gladbach-Coach viel Kreativität gefragt. Erneut gibt es bei der Borussia große Personalsorgen. Wir müssen erstmal sehen, wer spielen kann. Das ist, denke ich, das viel größere Fragezeichen, was ich im Moment habe. Und dann kann ich mir darüber hinaus dann Gedanken machen, wie wir spielen wollen. Also wenn ich erstmal wissen würde, wer spielen kann, das wäre mir schon sehr geholfen im Moment. Und das macht die Aufgabe umso schwieriger. Neben 5 Langzeitverletzten stehen dem Gladbach-Trainer auch Toni Janschke und Fabian Johnsen nicht zur Verfügung. Außerdem drohen Thorgan Hazard und Christoph Kramer auszufallen. Hecking ist von Borussias Personalpuzzle langsam genervt. Ich bin sicherlich keiner, der großartig rumjammert aufgrund der Personalsituation, aber im Moment ist es wirklich schon grenzwertig. Wir müssen sehr viel auffangen im Moment, haben viele Fragezeichen vor dem Schalke-Spiel noch. Doch bei all den Sorgen, sportlich hat das Duell Gladbach-Schalke einiges zu bieten. Die Borussia derzeit Tabellenvierter, S04 auf Rang 3. Erstmal ist es für mich nicht überraschend, dass Schalke da steht, weil ich einfach glaube, dass das eine sehr gewachsene Mannschaft ist, die jetzt auch eine Struktur aufweist in ihrem Spiel. Ja, sehr stabil daherkommt, wenig dem Gegner an Torchancen zulässt und nach vorne immer die Qualität hat, aus dem Spiel heraus durch Standardsituationen gefährlich zu werden. Also von daher, denke ich, sind sie in ihrer Entwicklung sogar schon ein bisschen weiter wie wir. Ja, und denke, das ist auch im Moment der Grund, warum sie so weit oben stehen. Um gegen Schalke zu punkten, muss sich Dieter Hecking also einiges einfallen lassen. Und dem Sieger winkt mit etwas Schützenhilfe sogar Rang 2 hinter den Bayern.